im Endeffekt macht man sich ein neues Volk. Es wird ein neues, eine neue, ein, man macht sich einen neuen Menschen, einen Menschen, der systemkonform agiert, der letztendlich keine eigene Meinung sich mehr bilden kann, der gehorcht. Und da sehe ich im Moment den größten Bedarf, etwas zu tun. Ja? Mhm. Denn wir alle, wir Erwachsene, wir sind irgendwann nicht mehr da. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, da anzusetzen. Das sehe ich so. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei den Kindern auch extrem hinsichtlich der Maßnahmen vorgegangen wird. Ja? Ich sehe das an meiner kleinen Nichte, die ist jetzt 11 Jahre alt. Das Mädchen ist nicht mehr das kleine Mädchen, was es war. Sarah, das ist natürlich nicht dein Jargon, das weiß ich. Du bist ja wesentlich zurückhaltender, aber trotzdem sehr deutlich. Was hältst du davon? Genau, also ich finde es einfach erstaunlich und großartig, was wir für ein großes Entertainment geliefert bekommen, ja, rund um diese ganze Thematik, denn es ist ja letztendlich nichts anderes. Die Menschen werden gezielt, jeder für sich und nach seinen Interessen angeordnet, werden die Menschen bespaßt. Ja? Für jeden ist etwas dabei. Jeder darf sich raussuchen, was ihm gefällt. Und die einen lehnen sich zurück und die anderen wachen langsam auf, weil die Absurditäten immer mehr zunehmen. Ja? Und das ist eben das, was ich beobachte. Ich bin ja viel unterwegs und ich spreche auch viel mit Menschen. Und es ist erstaunlich, was wir für ein Aufwachprogramm geliefert bekommen. Ja? Ich danke jeden Tag dafür. Also einfacher geht es eigentlich nicht. Ja? Es ist wie ein Slap in the face, ne? Genau, genau, genau. Also es ist ja wirklich ganz, ganz offensichtlich. Und das ist es ja, was hier passiert. Übrigens der Titel der Sendung, Schau alle Wirkungskraft, ja, das ist ja letztendlich das, was den Menschen mit dieser großen Agenda genommen werden soll, das Wirken und die Kraft. Ja? Und das ist eben das, was wir jetzt auch wieder einmal mehr in den Fokus rücken dürfen. Wieder zur Kraft zu kommen, zu uns zu kommen und wieder beginnen zu wirken. Diese ganzen Ablenkungen im Außen, die uns auf Dauer ja hypnotisieren, ja, einfach auch mal das sein zu lassen und als das zu erkennen, was sie sind, nämlich nichtig und eigentlich überhaupt gar nicht wesentlich. Ja, es ist nicht wesentlich. Ja. Und würdest du denn sagen, dass die Leute sich jetzt tatsächlich, also merkst du das jetzt in deinen Kontakten, wie die Leute aufwachen, also dass sie die Absurdität auch immer stärker erkennen? Ja, ich merke das zunehmend Menschen, die auch geimpft sind, ja, jetzt in diesen Aufwachprozess einsteigen. Sie wissen nicht, wie sie das verpacken sollen. Sie haben auch natürlich dieses Hintergrundwissen nicht. Das ist viel Arbeit. Ja, also ich meine, jemand, der Aufklärung betreibt, weiß das. Und Leute, wie wir wissen, über viele Jahre haben wir uns dieses Wissen angeeignet. Die müssen natürlich jetzt komprimiert Wissen erlangen. Das ist sehr, sehr schwierig, gerade in diesen Zeiten. Alle sind gestresst. Aber sie sind in diesem Prozess drin. Was ich da oft beobachte, ist, dass eine unterschwellige Aggression natürlich dann oft damit spielt. Ja, es ist erst so dieses, es darf nicht sein, ne? Und dann diese Verzweiflung. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir da hingehen und die Menschen auffangen. Ja, es ist, was mir auffällt, ist, dass ganz viele Menschen dabei sind, die jetzt alte Dinge, an denen sie lange festgehalten haben, einfach in Liebe auch loslassen und neue Wege gehen. Ja, und das ist das, was ich beobachte. Also die wirklich diese Möglichkeit sehen, die wir jetzt haben, neu zu gestalten und neue Zukunft zu gestalten, dass die Menschen wirklich alles gewinnen und auch erfolgreich sind damit. Hm. Und die an alten Mustern festhalten, wirklich Gefahr laufen, alles zu verlieren. Und das ist auch gewollt. Das ist auch gewollt. Das ist Teil, glaube ich, sogar dieser Desorientierung, Destabilisierung, Identitätsverlust herbeiführen. Mhm. Aber merkwürdigerweise, würde ich meinen, merkwürdigerweise sind die eigentlich über Emotionen, in allererster Linie über Emotionen spielen. Politiker nicht, ne? Die Medien auch nicht. Aber die Künstler, die sind merkwürdig zurückhaltend. Wir haben jetzt gerade wieder, wir wissen, dass Van Morrison und wir wissen, dass Eric Clapton was gemacht haben, Stand and Deliver, die haben eine eindeutige Position. Ich habe das neulich mit meinem Freund Mike Yeadon besprochen. Die haben eine eindeutige Position bezogen,
Eric Clapton, nachdem er sich die Schüsse sozusagen verpassen lassen hat und gemerkt hat, oh mein Gott, hier stimmt was nicht. Van Morrison ist offenbar von Anfang an klaren Kopfes gewesen. Jetzt kommt noch Sting dazu, der auf eine bestimmte Art zurückhaltend und dann auf eine andere Art brachial den Menschen erklärt, Achtung, die Demokratie ist in Gefahr. Wenn ihr jetzt nichts tut, ist alles weg. Woran liegt das, dass wir auch insbesondere im deutschsprachigen Raum, also da höre ich niemanden. Ich sehe einen Kollegen von dir in Marco Rima in der Schweiz, Nena hier in Deutschland hat sich auch positioniert. Woran liegt das? Haben die alle Angst? Ich glaube, dass Angst da natürlich mit hineinspielt. Ja? Ich habe öfters auch Kollegen am Telefon gehabt, die mich angerufen haben und haben gesagt, Mensch Sarah, das ist super, was du machst. Ich danke dir dafür. Ich kann es leider nicht tun. Ich kann nicht nach außen gehen. Ich bekomme dann keine Angst. Engagements mehr. Ja, jetzt war ich ja im Gala-Bereich tätig und ich habe das ja am eigenen Leibe erfahren. Ja, also ich war innerhalb kürzester Zeit sowas von abgeschossen. Sämtliche Agenturen, mit denen ich gearbeitet habe, haben sich natürlich von mir distanziert. Das war die Konsequenz, da war ich mir auch vollkommen drüber bewusst. Aber es ist natürlich so, dass viele Künstler da wirklich ja doch große Angst haben. Ja, und die Systemkünstler, Ich stecke da zu wenig drin, um zu sagen, was sie hindert. Ja, aber ich glaube, es hat wirklich ganz, ganz viel damit zu tun, dass sie auch um diese Strukturen wissen. Wir haben hier mal den Ludger K. gehabt. Das ist ein guter Freund, total witziger Typ, intelligenter Typ. Der hat sich brachial geoutet und hat ganz klar gesagt, wie er die Lage sieht. Natürlich ist er zurückhaltend, wenn es um die eigenen Kollegen geht. Da kann er ja schlecht sagen, der ist ein Idiot oder jener ist ein Guter. Der traut sich nur nicht, was zu sagen. Aber es scheint schon so zu sein, dass überwiegend Angst davor herrscht, Einkommensverluste zu haben. Weil genau. Du bist ja, wenn du selbstständig bist und aber trotzdem darauf angewiesen bist, dass sich jemand anheuert und plötzlich kommt da nichts mehr aus dem Öffentlich-Rechtlichen, dann stehst du plötzlich netto da und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Ne? Also ja. Möglicherweise ist das der entscheidende Grund, oder? So sieht das aus, ja, und es ist wirklich sehr bedauerlich, ja, dass Künstler sich also heute anstellen, um irgendwelche Gelder zu erhalten in irgendwelchen Lockdown-Zeiten, anstatt sich mit ihrer Gitarre vor den Bundestag zu stellen und systemkritische Lieder zu singen, ja. Das ist eigentlich die Aufgabe eines Künstlers. Und da darf sich jeder Künstler selber mal hinterfragen, was will ich eigentlich sein? Möchte ich Dienstleister sein oder Künstler? Warum habe ich eigentlich begonnen damit, Künstler zu sein? Und was war was war das tiefste Gefühl, was ich damit verbinde? Und genau, was ich sehr bedenklich finde, ich würde mich über Personen oder auch Politiker oder generell als Künstlerin, ich äußere mich nicht über Personen in negativer Weise, weil ich immer davon ausgehe, dass jeder Mensch, der uns begegnet, egal wer das ist, immer Schüler und Lehrer gleichzeitig ist. Ja, ich lerne ganz viel aus diesen Personen und diese Personen lernen von uns. Es ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich hege auch keinen Groll gegen diese Leute. Das, was Politiker in diesen Zeiten tun, ist wichtig, damit die Menschen erkennen, wie unwichtig sie eigentlich sind. Und wie wichtig es ist, in die eigene Kraft zu kommen. Ja, das gilt für alle Menschen gleichermaßen, für Künstler wie für die Menschheit im Allgemeinen. Ja. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Na, da sträuben sich natürlich dem Juristen die Nackenhaare. Also ich sehe das auf einer metaphysischen Ebene, sehe ich das vielleicht schon auch ein bisschen so wie du, dass wir sagen, wir müssen hier durch irgendein Tal der Tränen vielleicht, um eben eine Erkenntnis zu bekommen. Aber aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass es da auch natürlich sehr, sehr viel Verantwortliche gibt, die auch sehr viel sehr Problematisches gemacht haben und veranlasst haben und auch ein sehr großes Leid gemacht haben. Und ich glaube, da würde also ich ungern die Leute von der Schippe springen lassen, nur weil sie eben in einem größeren Zusammenhang, ich weiß, dass du das jetzt so auch nicht gemeint hast, aber das wollte ich nur noch mal so klarstellen, dass ich glaube, dass die individuelle Verantwortung, da muss jeder sich schon auch an die Nase packen lassen. Und aber dass es trotzdem ein
gesamtgesellschaftlicher und auch ein emotionaler Gärungsprozess ist, der, wenn es nicht diese dramatische Form angenommen hätte, vielleicht auch gar nie stattgefunden hätte. Es gab ja viele Sachen, die auch vorher schon viele Fragezeichen aufgeworfen haben, ja, also auch Lobbyismus und solche Dinge. Genau. Aber jetzt sehen wir natürlich schon in extremer Form, was da so gespielt wird, ja. Genau. Also was ich natürlich auch ganz, ganz verstärkt im Moment beobachte, ist die Entwicklung, die unsere Kinder nehmen. Ne? Denn das ist es ja letztendlich auch, was gewollt ist, ja, dass eine, also wir, im Endeffekt macht man sich ein neues Volk. Es wird ein neues, eine neue, ein, man macht sich einen neuen Menschen, einen Menschen, der systemkonform agiert, der letztendlich keine eigene Meinung sich mehr bilden kann, der gehorcht. Und da sehe ich im Moment den größten Bedarf, etwas zu tun. Ja. Denn wir alle, wir Erwachsene, wir sind irgendwann nicht mehr da. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, da anzusetzen. Das sehe ich so. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei den Kindern auch extrem hinsichtlich der Maßnahmen vorgegangen wird. Ja. Ich sehe das an meiner kleinen Nichte, die ist jetzt 11 Jahre alt. Das Mädchen ist nicht mehr das kleine Mädchen, was es war. Die ist verängstigt, verunsichert, kann sich auch nichts verlassen. Und das ist eine ganz, ganz besorgniserregende Entwicklung. Ja. Und da sollten wir wirklich auch ganz fokussiert Da brauchst du auch klare Worte, ne? Da brauchst du auch klare Worte. Ich finde, die Zeit der Political Correctness, die ich immer gehasst habe, schon das Wort, das ist keine Correctness, das ist Lüge, ne? Ganz klar. Du versuchst, also man kann höflich sein, das ist was anderes als Political Correctness. Aber diese Zeit dürfte endgültig vorbei sein. Wenn wir jetzt nicht die Dinge beim Namen nennen, dann ist es wirklich vorbei. Vielleicht reicht es aus, es kommt für jeden Einzelnen darauf an, wie er seine Botschaft vermittelt. Und vielleicht reicht es aus, wenn Sting auf seine Weise das so vermittelt, wie er es jetzt in Warschau getan hat. Jeder Einzelne von uns muss sich das überlegen. Ich glaube, das beschränkt sich auch im Übrigen gar nicht auf die Künstler, dass die sich fragen müssen, bin ich hier Dienstleister? Oder wozu bin ich eigentlich angetreten? Das bezieht sich auf jeden. Das muss jeder Mediziner entscheiden. Da sehe ich allerdings absolut schwarz, mit einigen Ausnahmen natürlich. Das muss auch jeder Jurist entscheiden. Bin ich hier, um Kohle zu machen? Oder bin ich hier, weil es um Gerechtigkeit geht? Es geht um Gerechtigkeit. Das ist jetzt überdeutlich. Und ohne Gerechtigkeit, ohne einen Rechtsstaat, kann es keine Demokratie geben. Also müssen wir dafür, wir als Juristen, müssen dafür einstehen. Was ich, ohne einen Namen zu nennen, ich glaube, es weiß sowieso jeder, wer gemeint ist, was ich besonders hinterhältig finde, ist, wenn sich dann Künstler hinstellen und von hinten durch die Brust, durchs Auge, das Publikum, was kommt, um diesen Künstler eine bestimmte Botschaft verkünden zu sehen, verarscht. Richtig von hinten aushebelt. Da frage ich mich, warum macht man sowas? Ist das Bösartigkeit oder ist das allen Ernstes sich anbiedern auf der Seite derjenigen, die auf Linie sind? Ach, ich weiß es nicht. Ich kenne die persönlichen Beweggründe eines jeden ja nicht. Ich weiß, dass Künstler oftmals sehr fahrig sind, dass Künstler oftmals in ihren Entscheidungen auch sehr abhängig sind von Leuten, die im Hintergrund agieren. Und ich glaube auch, dass viele, viele Künstler, die ganz oben mitspielen, vielleicht auch ein kleines bisschen den Blick für ihr Publikum verlieren. Und das sollte sich jeder einfach mal hinterfragen. Ja, also wirklich einfach mal wieder, was bedeutet es eigentlich, Künstler zu sein, Kunst zu machen? Ja, und Menschen zu bewegen, darum geht es ja. Ja. Und die Menschen im Publikum, die sehen das eigentlich sehr genau. Also es gibt ja solche und solche. Also womit gehe ich in Resonanz? Ja. Und das dürfen die Menschen sich gerne aussuchen, wem sie da nachfolgen oder wen sie da in diesen Zeiten in ihr Leben lassen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Jeder hat jetzt den freien Willen, auf allen Ebenen übrigens. Ja, jeder hat den freien Willen. Es geht im Moment um nichts anderes. Das ist meine Meinung. Nee, das ist genau der Punkt. Jeder hat den freien Willen. Selbst der wahrscheinlich nicht ganz bei Sinnen seiende Herr Lauterbach hat ja gesagt, wieso? Wir üben doch gar keinen Druck aus. Ist doch gar kein Zwang. Jeder kann doch entscheiden, ob er den Job aufgibt oder nicht, sozusagen. Ne? Und das ist die Wahrheit. Man muss sich überlegen, will ich diesen Job haben? Oder behalten? Will ich mich dem Druck beugen, um den Job zu behalten, dafür aber das Risiko einzugehen, dass ich morgen tot bin? Oder will ich meine Freiheit behalten? Ich finde, die Freiheit muss das oberste Gut sein.
für immer und für ewig. Da gibt es aus meiner Sicht überhaupt gar kein Vertun. Wer das aufgibt, der hat alles verloren. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann ist auch alles andere weg, bis am Ende auch das Leben weg ist. Ja, genauso ist es eben. Also Freiheit hört für meine Begriffe einfach ja auch schon da auf, wo begonnen wird, für jemand anders zu arbeiten. Mhm. Ja, das ist im Prinzip auch schon modernes Sklaventum. Ja? Du arbeitest für jemanden, gibst deine Zeit für jemand anders. Na gut, okay, das ist halt eben, du musst etwas verdienen. Aber wie gesagt, wie ich ganz am Anfang schon sagte, die Menschen, die jetzt vehement an etwas festklammern, was sowieso im Gehen ist, die werden wirklich alles verlieren. Und die Zeiten sind jetzt wirklich dazu prädestiniert, etwas zu schaffen, neue Dinge zu schaffen, neue Dinge voranzutreiben. Das ist jetzt wichtig. Das ist der neue Zeitgeist. Und das ist auch das, was ich in der Bevölkerung, bei meinen Konzerten und überall, was ich immer wieder höre. Die Leute werden wieder kreativ, weil sie merken, sie können sich auf niemanden mehr verlassen. Sie sind verlassen, wenn sie sich auf jemanden verlassen. Und das ist das Schöne, das ist das Positive, ja, was wirklich aus dieser Zeit resultiert. Das ist ein ganz neues Gefühl, Lebensgefühl. Und was ich dazu auch noch sagen kann, ist, dass ich natürlich auch durch diese ganzen Dinge, die jetzt die letzten zweieinhalb Jahre, dass sich dann natürlich viel umstrukturiert hat, auch innerhalb der Leben der Menschen. Es sind natürlich innerhalb der Familien kam es zu Zusammenbrüchen, zu Zerwürfnissen. Aber die Menschen, die man jetzt trifft und die Menschen, die jetzt neu dazukommen und die Menschen, die jetzt ganz neu sich sortieren, das ist eine ganz neue Qualität von Freundschaft und Familiensinn. Das ist genau das, was Daniele Ganser auch immer sagt, eine Menschheitsfamilie, man kommt zusammen. Und das ist etwas, was wir uns alle schon immer eigentlich unterschwellig gewünscht haben. Und das findet jetzt hier statt. Und es ist ein langsamer Prozess, aber er findet statt. Und das ist doch das Positive. Und Menschen wie Herr Lauterbach und all diese anderen Menschen in der Politik, Sie tragen doch wunderbar dazu bei, ja, dass die Menschen sich eben verlassen fühlen, das Gefühl haben, auf die können wir uns nun wirklich nicht verlassen. Wir machen mal selber. Das ist der Punkt. Das ist, so sehe ich das auch. Jeder kann, muss aber auch jetzt eine Entscheidung treffen. Wenn er sie nicht trifft, wird die jemand anders für ihn treffen und das wird nicht zu seinem Vorteil sein. Aber genau diese Entwicklung, das merken wir auch in der Partei Die Basis, dass da immer mehr Leute sagen, ja, ich brauche ja eigentlich gar keine Erlaubnis zu erbeten für irgendwas. Ich bin ja mein eigener Herr. Und das ist ja so. Das ist die Zeit, wo jeder seine eigene Entscheidung treffen kann und muss. Und das ist vor allem die Zeit, du hast es ja eben auch so ausgedrückt, wo man erkennen kann, wenn man nur die Augen auf hat, dass diese Politiker allein schon durch ihr Verhalten sich so disqualifizieren, dass wir ohne weiteres den Schluss ziehen müssen, mit denen kannst du nichts anfangen. Das müssen wir selbst regeln. Wir müssen außerhalb dieses zusammenkrachenden Systems, wie hast du das eben gesagt, das ist im Gehen, dieses System. Wir müssen außerhalb dieses Systems unsere eigenen Dinge aufbauen, völlig losgelöst, unabhängig von denen. Dann können die mit sich selbst spielen, sich selbst Befehle erteilen. Uns jedenfalls können sie keine erteilen. Genau. Also danke, Herr Lauterbach. Danke, wie sie alle da sind. Diesen großen Aufwachprozess, dieses wunderbare Entertainment. Genau. Vielleicht also besser kann man es einfach nicht machen. Ja. Vielleicht ist es ja deshalb inszeniert überhaupt. Genau. Das kann ja sein, wir können das ja so verstehen, dass es deshalb inszeniert wurde, weil es nur nötig wurde, dass wir uns bewusst werden, was wir für eine Verantwortung selbst haben und dass wir uns finden können und dass wir völlig neue Dinge machen können, dass viel mehr Freiheiten da sind als das, was uns bisher immer so vorgemacht wurde. Wir müssen tatsächlich neu denken, wir müssen selbst denken. Und das ist ja eine wahnsinnig schöne Herausforderung. Und da finden sich Leute, die sich vorher eben nicht gefunden haben. Genau. Na gut, wobei man natürlich schon sagen muss, das ist ja auch trotzdem sehr viel Leid entstanden. Also ich glaube, deshalb sprach ich vorhin auch, glaube ich, vom Tal der Tränen. Also es ist wirklich so, dass man schon sagen muss, es haben ja auch, wenn du deine Nichte beschreibst, dass ja schon viel Elend passiert auch. Und Leute haben auch natürlich ist auch nicht so, dass jetzt, sagen wir mal, Familien, die sich zerlegt haben, wenn man vielleicht jetzt überkreuzt ist in der Corona-Angelegenheit. Aber es ist ja doch auch, weiß nicht, ist vielleicht ein Partner gewesen, den man sich eben zu anderen Zeiten ausgesucht hat und wo es vielleicht auch gut war. Und jetzt scheitert es über sowas. Also es
kann sein, dass dann vorher auch schon der Wurm drin war, aber trotzdem ist es so, dass das hat ja auch Beziehungen gesprengt, die nicht alle schlecht waren. Also das, denke ich, darf man schon auch nicht, also ich möchte auch nicht, also weil vielleicht ist es sonst auch, wenn wir auch haben bestimmt auch Zuschauer, die stark gelitten haben und wenn wir sagen, das ist alles nur zum Besseren, also es mag sein, dass es eben im End, rückblickend und so weiter, da kann das wirklich schon sein, aber die Phase ist natürlich schon auch schwierig. Wobei ich auch, wir hatten ja von Inka Schamanen auch die Information, dass jetzt eben 13.000 Jahre Finsternis enden und wir in 13.000 Jahre Licht gehen und das sind natürlich dann auch gewisse Geburtswehen, die da stattfinden und die Energie, die sich jetzt da manifestiert, Pachakuti heißt die, wenn ich das richtig verstanden habe, die ist eben auch so, dass die, die Inka-Hohepriester haben das wohl mal vor einigen Jahren vorweggenommen und dann sind die Teilnehmer an diesen Workshops geradezu in Ohnmacht gefallen, weil sie diese Schwingung nicht ausgehalten haben und jetzt ist ja auch vieles, was man eigentlich nicht aushalten kann, wenn man genauer hinguckt, aber es ist eben doch so, dass einige davon eben auch den Umschwung mitmachen können und viele, und ich denke auch immer mehr, also deshalb bin ich auch optimistisch, dass es viel mehr Menschen noch mitziehen wird in die, ins Licht, ja, als wir jetzt im Moment denken. Es sortiert sich jetzt natürlich alles neu, ja, und ich bin jemand, ich habe natürlich auch viele persönliche Verluste eingesteckt, aber ich schaue mir das von oben an, ich nehme das Drama da raus und es hat jeder für sich bei aller Brutalität, mit der jetzt vorgegangen wurde, hat immer die Möglichkeit, jeden Tag neu zu entscheiden, möchte ich das Ganze hier im Drama erleben oder möchte ich das Ganze positiv, diese Energie in die Positivität umleiten. Ja, und das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn ich glaube, dass wir gerade auch unseren geimpften oder systemgetreuen Mitmenschen, Schwestern und Brüdern, dass wir gerade diesen Menschen ganz besonders helfen, wenn wir uns positiv ausrichten. Ja, gerade auch, was ihre Krankheitsgeschichte angeht vielleicht. Ja, die Menschen sind ja total in Angst. Die sind total in Angst, die wissen ja gar nicht mehr. Die meisten wissen gar nicht mehr, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Ja, es kommt dieser ganze Genderwahn noch dazu. Die Kinder wissen gar nicht mehr, wer bin ich eigentlich überhaupt? Und was soll ich hier überhaupt? Und in dieser Zeit ist es ganz wichtig, dass wir, die noch bei klarem, was heißt klarer Verstand, die einfach noch fest in ihrer Mitte sind, dass wir vorausgehen, vielleicht Hand in Hand gehen und sagen, hier, verlasst euch gern auf uns. Wir sind da. Wir begleiten euch und das wird ein bisschen holprig, aber wir schaffen das. Wir schaffen das einfach gemeinsam. Ja? Du, was du gerade gesagt hast, jetzt auch noch dieser Genderwahn, das treibt es ja nun weiß Gott auf die Spitze. Ist gerade eine Meldung rumgegangen, hast du vielleicht auch gesehen, in England eine auf Geschlechtsumwandlungen spezialisierte Klinik, Tavistock, das sind gleichzeitig die Mind-Control-Typen, die werden jetzt genauer untersucht. Und da stellt sich raus, die haben wie die Irren Kinder, nicht erwachsene Menschen, Kinder versucht dazu zu bringen, zu glauben, ich bin ja eigentlich gar kein Mann, ich will eine Frau sein oder umgedreht. Das sind Dinge, Sarah, und ich glaube, so meint das auch Viviane. Das ist unverzeihlich. Diese Leute, da ist auch nichts mehr mit an die Hand nehmen oder sowas. Wer dafür verantwortlich ist, der wird die Höchststrafe haben. Da wird kein Weg dran vorbeigehen. Und Martin Schwab, den wir nachher noch hören, der sagt ja immer, der ist ja christlich, religiös, aber in keiner Weise überdreht. Der sagt, Rainer, weißt du, wir werden am Ende als Juristen die Scherben zusammenfegen. Die Big Points, die wird der Chef erledigen. Das glaube ich auch. Und das sind die. Die wird der Chef erledigen. Also man muss sich wirklich mal mit einem Menschen unterhalten, der sich hat umoperieren lassen und es anschließend bereut. Denn diese Menschen gibt es nämlich auch. Und die Therapeuten haben da alle Hände voll mit zu tun. Und das wird immer mehr. Ja? Und ich kenne hier Kinder in Luxemburg, die wissen mittlerweile von 13 verschiedenen Geschlechtern, die es gibt. Ja? Und es wird hier teilweise in den Spielschulen von den Kindern erwartet, dass sie sich, dass die Mädchen sich als Jungs verkleiden, die Jungs sich als Mädchen verkleiden. Da werden diese Travestie-Shows, Travestie-Künstler werden eingeladen und so weiter. Also Transgender-Menschen werden eingeladen auch. Also es wird da unwahrscheinlich viel hineingepackt, viel hineininvestiert, viel Energie und viel Geld.
um diese Agenda voranzutreiben. Und das hat natürlich auch System. Ja, klar. Das ist ja ganz, wenn ein Kind gar nicht mehr weiß, wo ich gehöre ich hin. Ja, jetzt durch diesen Corona-Wahnsinn. Kinder werden zu Hause in ihren Zimmern eingeschlossen, bekommen ihr Essen vor die Tür gestellt, weil sie positiv getestet wurden. Haben wir auch hier einige Fälle gehabt, viele Fälle in Luxemburg. Also innerhalb meiner Familie habe ich keinen Rückhalt mehr. Jetzt weiß ich noch nicht mal, bin ich jetzt eigentlich Mädchen und Junge? Was bin ich denn jetzt eigentlich? In der Schule habe ich keinen Rückhalt. Was passiert mit so einem Menschen auf Dauer? Was ist das für eine Gesellschaft auf Dauer? Vor allem wissen die, nein, das wissen sie nicht, aber wir wissen das. Das ist der nächste Schritt in diesen völlig aberwitzigen, irren und niemals funktionieren könnenden Transhumanismus. Das ist einer der ersten Schritte dahin. Das ist extrem. Also ich muss sagen, mich erfüllt das mit unfassbarer Wut, zu sehen, was diese Leute da anrichten. Aber wir werden sie kriegen. Was mir auch auffällt, das ist mir jetzt letzte Woche aufgefallen, das kann ich hier vielleicht noch anführen, aufgrund dieser ganzen Maßnahmen und dieser ganzen Aktionen, die hier gelaufen sind, sind viele Kinder jetzt schon total auch mit Depressionen behaftet. Viele Kinder sind einfach in der Depression. Und dann kommen natürlich noch Manga-Sendungen, Manga-Comics auf den Markt, die genau das aufgreifen, dieses Gefühl der Isolation, wo der Superheld dann eine Manga-Figur darstellt, die also in Isolation lebte und die niemand liebte und die dann irgendwie durch verschiedene Superkräfte dann zu Popularität dann irgendwie kommt. Mhm. So. Die werden dann diese depressiven Mangas, die werden dann da an die Kinder gebracht. Ich habe mich neulich erschrocken. Ja, ich komme da in ein Kinderzimmer rein. Da hängen weinende Mangas mit Masken vor dem Gesicht. Also fürchterlich. Ja? Und ich frage mich, wo sind denn da die Eltern? Also meine Eltern hätten mir das nicht erlaubt. Glaube ich jetzt mal gerade so. Also ich hätte wahrscheinlich von meinen Eltern was anderes zu hören bekommen. Aber wäre das damals auch schon möglich gewesen? Ich weiß es nicht. Ja? Das ist einfach eine Entwicklung, die das Ganze nimmt. Und das ist es eben. Sie wollen ein neues Volk. Sie wollen sich eine ganz neue Gesellschaft heranziehen. Und das tun sie über die Kinder. Und das passiert im Hintergrund. Das merkt man natürlich auch durch die Änderungen, auch in Luxemburg hier, durch die Verfassung ist geändert worden, auch hinsichtlich der Kinder. Ne? Das haben viele gar nicht mitgekriegt. Mhm. Ja. Also der Staat darf jetzt letztendlich ja dann da auch viel mehr eingreifen und so. Und das ist aber alles so im Hintergrund. Und das, was im Hintergrund aber passiert, ist meiner Meinung nach das, was wir uns ganz besonders anschauen sollten. Alles andere ist nur Ablenkung. Ja. Im Außen. Die Menschen sind viel zu sehr im Außen. Ja. Aber das ist ja auch interessant. Das ist ja auch wieder dieses Lockstep-Phänomen. Bei uns ist das ja auch mit diesen Kinderrechten. Das ist in ganz vielen Verfassungen hat sich das ja geändert. Ja. Und eben genau mit dem Ziel letztlich, dass der Staat eingreifen kann, also im Prinzip die Elternentscheidung überstimmen. Und das ist ja ein ganz, ganz gefährliches Phänomen, muss man ja wirklich sagen. Es klingt so gut, Kinderrechte, aber die bedeuten eben, dass plötzlich genau solche unkontrollierbaren Entitäten, die wir ja jetzt sehen, eben von politischen Motiven getrieben sind, plötzlich sowas Fragiles in die Hand bekommen wie unsere Kinder. Also das finde ich absolut verheerend. Und ich denke, ich bin nicht ganz sicher, ob wir das im Ausschuss thematisiert hatten oder an anderer Stelle mal, diese Sache mit diesen ganzen Transgender und sonst wie und Umwandlungen und so weiter, das hat ja wahrscheinlich auch diesen Hintergrund, dass wenn diese Verschmelzung oder eine nähere Verschmelzung von Mensch, Maschine, Computer, was ist da noch wirklich menschlich, dass man diese Leute dann plötzlich auch unter divers fassen kann. Die sind ja dann möglicherweise wirklich divers, nämlich ganz viele und manche sind vielleicht auch noch halbe Tiere oder ich weiß nicht was oder können irgendwelche sonstigen Sachen machen. Das ist ja dann gar nicht mehr so, wie wir es jetzt im Moment verstehen, dass einer irgendwo dazwischen ist oder eben was Drittes ist, sondern die sind dann unter Umständen eben wirklich ganz, ganz vielfältig und indem man die mit einbezieht, auch in dieses Menschsein, ja, hat man eben vielleicht sich auch gleich von Anfang an Abgrenzungs- oder Definitionsprobleme erspart, ja, weil man die einfach mit einbezieht in all ihrer dann Besonderheit. Und ich meine, das ist ja auch sehr schwer, sich vorzustellen, wie sich dann vielleicht auch so ein Wesen, was da entsteht, was vielleicht auch eine Mischung ist aus verschiedenem, wie sich das wirklich fühlt. Also ich möchte mir es auch gar nicht vorstellen, weil das ist ja so monströs, sich da gottgleich aufzuführen und solche Sachen dazu veranstalten. Aber ich denke, dass das auch dass das auch ein Hintergrund sein könnte von diesen ganzen Bestrebungen. Ja, natürlich, natürlich. Genau, und der Mensch als solcher findet sich da nicht mehr wieder. Du hast ja neulich...
diese genetische Ebene einerseits, dass sie versuchen, Menschen zu basteln oder Wesen zu basteln, die irgendwelche Chimären sind, das ist das eine. Wir haben ja dann die Sozialisierung von Lebewesen. Das heißt, Menschen, kleine Menschen schauen sich um und beobachten und machen nach. Die haben Spiegelneurone, die ihre ganze Bewegung, ihre ganze Mimik, alles, was sie können nachher, haben sie irgendwo gesehen und haben sie mal im Geiste schon nachgemacht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass Kinder weiterhin etwas haben, was gut ist, wenn sie es lernen. Dass wir es ihnen vormachen, was wir können. Und dass wir mutig sind, dass wir Fantasie haben, dass wir spielen, dass wir alles, was in den Kindern steckt, versuchen, durch unsere Freiheiten ihnen zu geben, damit sie auch frei werden. Das finde ich eine gute Chance und da sollten wir einfach mutig sein. Wir sollten lachen, wir sollten Witze machen, Kinder können Ironie noch nicht immer verstehen, aber wir sollten mutig sein und sollten alles, was Menschen können, an Gefühlen haben und was sie an Liebe geben können, dass wir das auch wagen, dass wir das tun und dass wir uns hinwegsetzen über das, was da jetzt so technisch definiert wird. Also Menschsein ist sowas Schönes und das können Kinder spüren und dann macht es ihnen auch Spaß. Ja, und vor allen Dingen auch die Angst rausnehmen, dass die wirklich auch unsere Gesellschaft, die Erwachsenen, dass wirklich diese Angst einfach mal rausgenommen wird. Die Menschen sind ja voller Angst. Ja? Und ja. Ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, sobald man ein gesundes Leck mich am Arsch Gefühl, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, verinnerlicht, was Sie meinen, ja. Ist das nur produktiv. Also es ist effektiv. Ja, also ich habe gar keine Angst. Ich habe gar keine Angst vor nichts. Es kann mir nichts passieren, was mir nicht schon zigmal passiert wäre. Also ich bin da auch in meinem Glauben sehr stark verankert. Ja. Und für mich ist das alles ein großes Spielfeld. Ich schaue mir das an und beobachte. Ich bin eine Reisende auf dieser Erde, auf dieser Reise. Ich schaue mir das an. Und nehme das Drama komplett raus. Und das macht es für mich einfach. Ich bin überhaupt nicht angreifbar, in keiner Weise. Du hast neulich mal ein Video gemacht, also meistens, oder das, was ich gesehen habe, die meisten deiner Videos sind, da schwebst du über den Dingen und machst dich lustig. Und zeigst, dass man mit dieser Leichtigkeit viel besser durch diese, ja, ziemlich böse Zeit kommt. Indem man sich einfach quasi in die Vogelperspektive begibt, sich das ganze Bild anschaut und sich dann darüber lustig macht. Aber das eins der letzten Videos, was ich von dir gesehen habe, da ist dein letzter Satz dann sehr betroffen. War das echt? Sah so aus. Oder? Ich weiß gar nicht, welchen du meinst. Also es ist unterschiedlich. Ich mache diese ganz lustigen Videos. Es gibt ja unterschiedliche Videos von mir, die wirklich lustigen Videos, die relativ schnell gehen auch immer. Da muss ich wirklich sehr wütend sein. Ja? Dann sind die besonders gut. Dann ist das super. Aber ich muss richtig wütend sein, dann werden die super. Und die Videos, die ich zu Hause mache mit meinem Dinkelkäffchen, die ich einfach dann hier auch genieße mit den Leuten, da bin ich schon oft auch sehr wehmütig. Ne? Und jetzt die letzte Zeit war natürlich bei mir viel los. Mein Hund ist verfahren worden und so weiter. Das war wahrscheinlich das Video, ja. Da war sowieso die Stimmung so ein kleines bisschen im Keller. Aber auch das, ja, das ist vielleicht, also ich sehe das ja auch immer aus verschiedenen Perspektiven. Mein Hund ist also jetzt überfahren worden und es ging mir sehr schlecht. Ich erzähle das jetzt ganz kurz noch. Und habe aber dann auch, ich meditiere sehr viel, natürlich die Frage nach dem Warum gestellt. Warum? Ja, und ich war mit meinem Hund sehr stark verbunden. Ich war sehr stark mit ihr im Außen beschäftigt und ich habe sie sehr geliebt und vermisse sie auch sehr. Aber die Antwort kam eigentlich relativ schnell, dass es jetzt andere Aufgaben gibt. Es gibt jetzt andere Aufgaben und es gibt jetzt einfach einen anderen Weg. Und ich darf oder möchte mich eigentlich jetzt weiterentwickeln. Ja, sie hat ihren Seelenplan gehabt, ich habe meinen Seelenplan und wir gehen den einfach. Und ich weiß, wir treffen uns wieder. Wir hatten eine Vereinbarung, ja. Und die ist jetzt erstmal zu Ende. Ja, manche Verträge dauern nur sehr kurz und von der Warte sehe ich das. Und das macht mich sehr frei. Und ich mache mich gar nicht verrückt mit nichts. Nur ich habe
Ich laufe immer mit meinen Hunden und ich habe neulich eine Situation gehabt, da hat einer meiner Hunde, der Große, sind ja Geschwister, da hat der Große plötzlich angefangen zu fiepen. Das war fast wie ein Kind, was weint. Und wir dachten, er ist in irgendeine Wespe oder sowas getreten. Das war aber wohl was anderes. Am Ende, um es vorwegzunehmen, scheint es so zu sein, als hätte er eine Zerrung gehabt. Wir sind aber dann, weil wir uns nicht sicher waren, in die Tierklinik gefahren. Eine junge Tierärztin, zu der man keinen Draht hinkriegte, weil sie als erstes mal erschreckt war, dass da einer ohne Maske steht. Da habe ich gesagt, hey, hier ist das Attest. Aber zu der man einfach auch schon auf, wenn das so losgeht, dann weißt du schon gleich, es wird nichts mehr. Ne? Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass hier irgendwas an dem Hund liegt, dass hier irgendwas an der Behandlung des Hundes liegt. Das, sie hat dann gesagt, ja, wir hatten ihn jetzt auf dem Tisch, wir haben ihn geröntgt, aber ich habe ihn ja nicht anästhesiert. Deswegen hat er, wenn man den Lauf dann langzieht, dann wehrt er sich mit den Muskeln. Das ist ein großes, starkes Tier. Aber ich gehe davon aus, wenn ich mir diesen Spalt so ansehe, der muss operiert werden. Es gibt zwei Varianten. Eine hier in Göttingen, da musst du dann es wird wohl irgend so ein Bänderabriss sein, da musst du das Band wieder zurechtfummeln. Und dann gibt es in zwei anderen Kliniken die Variante, da sägst du am Knochen rum und so weiter. Und ich sage, ja, aber sie haben es doch gar nicht genau diagnostizieren können. Sie haben doch gerade gesagt, der hat seine Muskeln angespannt, man kann das nicht genau sehen. Naja, also beim nächsten Mal wird er dann anästhesiert und dann sollten wir gleich operieren. Sie müssen sich nur entscheiden, welche der beiden Varianten. Habe ich gesagt, das Erste, was ich entscheide, ist, ich hole mir eine Second Opinion. Und dann bin ich zu einem richtigen Arzt gegangen und die hat dann gesagt, hey, das sieht ganz nach einer Zerrung aus. Reg dich nicht auf, das Tier läuft wieder fast normal. Und genau das hat mir der frühere Finanzchef der Uniklinik erzählt, läuft in der menschlichen Medizin auch. Du hast da Vorgaben, ich weiß das von Freunden, die Ärzte sind, du hast da Vorgaben, so und so viel Hüft-OPs, so und so viel dies, so und so viel jenes. Was hat das noch mit Gesundheit zu tun? Aber wie soll man sich darüber lustig machen? Ne? Ganz schön schwierig. Genau. Ganz schön schwierig. Aber das ist halt eben, die Menschen geben gerne die Eigenverantwortung ab, auch hinsichtlich ihrer Gesundheit. Mhm. Ja. Und dann macht das der Arzt für sie. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die den ganzen Tag erzählen können, was sie für Krankheiten haben und was sie dafür alles einnehmen müssen. Ja, und dass sie einen ganz großartigen Arzt haben, der ihnen alles verschreibt. Toll, ja. Und aber dass letztendlich ja hinter diesem Drang, über seine Krankheiten zu erzählen, ja auch ein tiefes Thema steckt, ja, was ja auch seine Wurzeln in der Kindheit hat. Das sind sich ganz, ganz viele nicht drüber bewusst. Ja. Dass es letztendlich ja nur um diese Aufmerksamkeit und diese Liebe und dieses Umsorgtsein geht. Ja. Und das ist etwas, das sind die Themen der Menschen. Die Menschen dürfen jetzt in diesen Zeiten einfach mal ihre Themen bearbeiten. Was ist eigentlich los mit mir? Mhm. Warum lebe ich mein Leben, wie ich es lebe? Und warum habe ich das Gefühl, ich kann nichts ändern? Was wäre denn was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich etwas ändere? Ja, du erlebst was Neues. Ja, genau. Und was ist denn, wenn ich was Neues erlebe? Dann verliere ich vielleicht Freunde, dann verliere ich vielleicht den Partner, dann verliere ich. Und das ist etwas, das müssen die Menschen begreifen. Diese Ängste. Weg damit. Weg. Mach einfach dein Ding, lebe deinen Plan. Hm? So sieht das aus. Ja. Also es ist schon interessant, dass wir im Prinzip jetzt auch bei uns im Ausschuss eine ganze Reihe Leute haben, die in diese Richtung denken, die sich auch also intensiv auseinandergesetzt haben, natürlich mit dem, was jetzt hier ist. Sonst wären sie ja nicht eingeladen, auch als Experten oder Zeitzeugen. Aber wir haben ja das jetzt also schon mehrfach gehört, auch von teilweise Politikern und so weiter, ja, dass dann plötzlich eben bei vielen auch so eine Wendung eintritt, die Dinge eben doch so von dieser bisschen höheren Warte zu sehen. Also wir haben ja auch selbst mit dem Buch, was wir da jetzt aus unseren Gesprächen destilliert haben, auch was wir ja auch Homo Amicus, also Menschenfreund genannt haben, geht ja auch in so eine Richtung, wo wir auch viele Aspekte in dieser da thematisiert haben, die auch für uns eigentlich erstaunlich sind, weil wir vorher gar nicht so auf so einem Trip, nenne ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal verkürzt, also auf so einem Erkenntnisprozess waren, dass es eben, man ist halt da auch in seinem Hamsterrad unterwegs gewesen, hat halt viele Dinge vielleicht auch vielleicht vorher schon ein bisschen anders gemacht als viele andere, aber trotzdem ist es doch so, dass man ja vieles jetzt erst in dieser Gärungsphase, die ja vielleicht auch nicht einfach war, aber die trotzdem eben dazu geführt hat, dass man Dinge jetzt auch anders sehen kann. Also finde ich schon, schon interessant, dass es so ein Prozess ist für viele jetzt offenbar. Wolfgang, für dich vielleicht auch. Ja, wenn man dieses Üben ja laufen, dieses Training loslassen lernen,
Das ist das, was jetzt unheimlich intensiv läuft, weil so vieles so schwer wird und weil man merkt, wenn man etwas loslässt, dann hat man die Hände frei. Dann kann man wieder was Neues beginnen und kann was Neues anfassen und kann was Neues ausprobieren. Und dieses Erleben, wenn man das ein paar Mal hintereinander hatte, dass es gar nicht so schlimm ist, loszulassen, dass man eventuell reicher wird, dass man eventuell auch, dass das Leben schöner wird, wenn man das erst ein paar Mal erlebt hat, dann macht das Spaß, dann kann man sich dran gewöhnen. Also ich glaube, dass viele Leute solche Dinge lernen und das ist natürlich für die Zukunft unheimlich gut. Wenn wir das den Kindern vermitteln könnten, das wäre super. Genau. Das wäre natürlich das Beste, ja. Ich habe noch ein Bild, was hier zu unserem Gespräch passt. So funktionieren Modellierungen. This is how modeling works. Vielleicht können wir das mal kurz zeigen. So funktionieren Modellierungen. So wirst du geboren als kleiner Hund. Nach 8 Wochen siehst du so aus, nach 20 Wochen siehst du so aus. Und dann kommen die Modellierer, so Volldeppen wie... Buchrechnen. Ja, und es zeigt sehr deutlich, dass Modellierungen, um es mal wirklich brutal zu formulieren, voll für den Arsch sind. Das kann nicht funktionieren. Und darüber muss man sich natürlich lustig machen. Wahrscheinlich muss man sich über alles lustig machen, weil man manches sonst eben nicht erträgt, ne? Ja, nicht lustig machen, aber das mit einer gewissen Leichtigkeit sehen. Ja. Ich habe da immer meine Oma im Hinterkopf, die da den Zweiten Weltkrieg da auch alles mitgemacht hat und so weiter. Wenn die erzählt hat, da war für mich nie Drama drin. Mhm. Das Drama, was sie da erlebt hat, das war für mich nicht greifbar. Sie hat mir das erzählt wie eine gute Nachtgeschichte, ja. Und das hat sie auch für ihr Leben gestärkt. Die Frau war nie beim Arzt. Die war nie krank. Ich hatte das Gleiche auch bei meinen Eltern, die geflohen sind und so. Wir sind Flüchtlinge, Flüchtlingsfamilie. Und die haben auch erzählt, das war die spannendste Phase ihres Lebens. Da haben sie immer wieder von erzählt. Das ist etwas gewesen, was sie unheimlich geprägt und beeindruckt hat. Da haben sie ganz viel gelernt. Und das war ein Teil ihres Reichtums auch, was die Geschichten angeht und was die Erfahrungen angeht. Das könnte ja bei uns auch so werden, ja? Mhm. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns dieses alte Wissen auch erhalten, ja? Und diesen Spirit unserer Großeltern, unserer Ahnen, ja? Allein das Wort Vorfahren finde ich ja schrecklich. Ahnen beschreibt es doch viel besser. Die haben es schon geahnt, ja? Die Ahnen, ja? Und das ist für mich so wichtig, diese Verbundenheit auch, ne? Weil wenn man das auch mal auf der epigenetischen Ebene betrachtet, ne? Wir haben von unseren Ahnen, ja bis in in etliche Generationen zurück, haben wir ja wirklich diese Informationen auch im Körper gespeichert, auf unserer genetischen Ebene, ja? Als Möglichkeit. Ja, genau. Also es ist energetisch, ist es da und diese Fälle, diese Diabetes und was weiß ich und so weiter, das ist im Prinzip der manifestierte Mangel, in dem unsere Vorfahren waren. Ne? Also das habe ich, also auf energetischer Ebene. Gib mir ein Like und abonniert bitte den Kanal. Vielen Dank.